Okay, also ein Fulminictus wirkt kaum gegen Skelette, deswegen kriegst du jetzt noch einen Kugelblitz von mir ab. Ja, komm schon! Na? Jawohl, Kugelblitz. Also Kugelblitz wirkt hier definitiv besser als der Fulminictus. Oder blöderweise. Weil der Kugelblitz, der verbraucht auch mehr Mana. Als der Fulminictus. So. Skelette, was haben die dabei außer Knochen? Nein, nur Knochen. Da ist noch eine alte Tür und hier sind Urnen und Krüge. Ja. Ich glaube, da drin sind Boss, ist garantiert bei uns garantiert bosporanische Münzen. Oder mal, oder auch nicht. Nur Kalkstein und Lederbänder. Fusel, auch Pflaumengefilz oder Wollmäuse genannt. Zutat? Okay, nehmen wir mal mit. Aber ich bin nicht sicher, für was die sind. Ah ja, da sind seltene Münzen drin, habe ich es doch gewusst. Aber ich denke mal, bevor wir in die Richtung weitergehen, beschäftigen wir uns erstmal mit den schwarzen Amazonen, die da unten sind, weil ich denke mal, hier geht's weiter. So. Wer ist das? Schwestern, nun werden wir Blut vergießen. Ich schätze, das habt ihr bereits. Hat euch der Schwarzgewandte gesagt, dass ihr die Elfenwachen töten sollt? Der Schwarzgewandte war der vor der Tür, oder? Und die sehen nicht gerade ein... Woher weißt du das? Moment mal. Suchst du auch die dunkle Göttin? Und träumst von einem Skelettgesicht? Sei nicht dumm, Nivin. Und hüte deine Zunge vor Fremden. Kommt, lassen wir lieber unsere Schwerter spielen. Okay, wir haben 5 Amazonen, die uns alle an den Kragen wollen. Erst einmal ein Sumos-Schild sprechen und Fyris einen Accelerator auf Forgrim. Ja? Und Forgrim Angriff. Und Kuano, du wirfst mal Sternstaub in die Menge. Oh Gott, 3 Stück auf mich. Das ist auch nicht so gut. Wirf die mal um, Forgrim. Was? Und Fyris hilft mir mal. Also bis jetzt haben sie noch keinen Schaden bei uns gemacht. Aber wer weiß, wie lange das noch anhält. Ja? Achtung! Fyris auf die da. Doppelschuss. Ja! Also viel Schaden machen sie zum Glück nicht scheinbar. Was? Bis jetzt noch nicht. Die erste ist schon mal gefallen. Du greifst Fyris an, dann solltest du auch ganz schnell sterben. Okay, ein bisschen Schaden an Forgrim bis jetzt. Aber das ist vertretbar. Ich sollte etwas weggehen und auf die schießen. Kuano kann auf die nochmal einen Sternenwurf machen. Ja. Vorgewuchtschlag. Ja. Und Fyris und Doppelschuss. Ich ein Fulminictus auf die, dann dürfte sie schnell weg sein. Okay, Fyris muss gerade gut einstecken, deswegen muss die so schnell wie möglich weg. Und Fyris sich selber heilen. Die unheimliche Ruine wurde aktualisiert.
Balsam. Das lesen wir gleich, sobald wir die letzte Amazone getötet haben. So. Die unheimliche Ruine. Alari Quelsin hat mir erzählt, dass jemand den Zauberbann um die alte Ruine gebrochen und die Elfenwächter getötet hat. Die Elfenwächter wurden von den Amazonen getötet und die Ruine, die Zauberbann hat wohl der Archon-Fuzzi da, der schwarze Magier da vor der Tür gebrochen. Nahe einer Wut, die sich niemals bezähmen lässt, soll das Heilmittel sein. Vielleicht finde ich auch heraus, wer für die Morde an den Elfen verantwortlich ist und was ihnen nur solche Albträume bereitet. Das ist wieder das mit der Angst, was der Abend gesprochen hat. Offenbar sind Amazonen in schwarzen Rüstungen für den Mord an den Elfenwächter verantwortlich. Vom Glauben an Romra abgefallen, vermuten sie in der Ruine das Heiligtum einer dunklen Göttin. Der seltsame Mann hält sie für seine Versuchsgruppe 1. Wie es scheint, kann nur eine Gruppe das Experiment wegen verlassen. Gegen einige von ihnen habe ich bereits gekämpft. Also ja. Hier sind wirklich Verrückte am Werk. Die Amazonen mal plündern. Hui, hui, hui. Nur für weiblich. Nur für weiblich. Aber Fyris kann damit nichts anfangen. Amazonensäbel. Einhandwaffe Säbel. Und ein Helm. Auch nur für weiblich. Also ja, die Sachen beim Händler können wir höchstens beim Händler verkaufen. Mehr sind sie leider nicht wert. Hehe, okay, hier haben wir das erste Rätsel. Wir kommen hier nicht durch. Es fehlen noch drei Drehelemente. Ja. Genau. Und ich würde mal sagen, hier ist ein als die Sonne strahlend aufging, beschloss der Kämpfer ohne Namen, den vertrauten Fluss zu verlassen und dem Wind zu folgen, wo dieser auch wehen möge. Mit rätselhaften Versen als Hinweis gilt es, die richtigen Symbole nach vorne zu drehen. Ja, okay, das dürfte eigentlich einfach sein. Wind, Krieger, Sonne und dahinter ist der Fluss, ja. Aber jetzt müssen wir erst einmal die Einzelteile finden. Das dürfte eigentlich leicht sein. Gehen wir erst bei die Richtung, in der wir gerade schon waren. Tun uns da das Teil. Da haben wir ja schon ein paar Untote aus dem Weg geräumt. Räumen wir auch die restlichen da aus dem Weg und holen uns das eine Teil. Wahrscheinlich werden uns weitere Untote bei den anderen Teilen erwarten. Aber vielleicht auch solche dunklen Amazonen. Mal sehen. Oh, Falle entschärft, die habe ich ganz vergessen. Hier stinkt's gewaltig nach finsterer Magie. Aber für Ardu würde ich in jedes Loch kriechen. Wir müssen dieses Heilmittel finden. Ja, das werden wir auch vor Grimm. Aber ja, hier drin ist es dunkel. Was? Deswegen werde ich mal kurz, auch wenn ich es normalerweise nicht tun würde, ein Flimflam sprechen, damit wir was sehen können. Für eine Weile. Mhm. Ja, hier ist es dunkel und ziemlich verzweigt, obwohl es geht geradeaus durch eine Falle.
Da ist eine Falle. Ei? Feier es, entschärft ihn mal. Da steht ein Skelettmagier vor den Untoten auf. Es klang so, als ob es zwei Skelettmagier wären. Bei Angriff spart! Oh, Grimm. Aua. Das tat aua. Ja. Feieris heile ich gleich mal selber. Kuano wirft Sternstaub. Und ich gehe gleich mal auf den Skelettmagier mit einem Kugelblitz. Boah, der hat gesessen, aber wie der gesessen hat. Das ist das erste Mal, dass der Kugelblitz besser war als mein Fulminictus. Was? Nur auf den Sternstaub werfen. Ja. Borgrim kann den Wuchtschlag verpassen. Es ist nur noch der eine übrig. Ja, das war schon etwas schwierigerer Kampf gegen die Skelette, aber wir haben sie eigentlich besiegt. Ach, und Feieris hat keine Pfeile mehr im Köcher. Das ändern wir schnell. So, die Skelette haben wirklich nur ausgebleichte Knochen bei sich. Da ist eine kleine Truhe. Und da sind Krüge. Na? Was? Feieris kann die Truhe entschärfen. Borgrim kann Krüge zerdeppern. So. Sandstein. Alte Bronzemünze, seltene Münze, alte Bronzemünze. Die Truhe ist verschlossen. Ja. Aber wir haben ja Kuano. Teil eines Rezeptes. Von Fusel. Können wir das Rezept Achso, das ist ein Quest-Ding, gell? Was? Nein, das können wir leider nicht identifizieren. Dafür ist unsere Magiekunde noch zu niedrig. Deswegen machen wir sie mal bei Kuano auf 10. Ach, den Fehlstoff konnten wir schon mal identifizieren. Okay, den können wir nur verkaufen. Und das hier? Von großer Empfindlichkeit gegen Wind und Lichte mag es sein. Sollte die Gewandung erhalten Flecken, so ändere sich ihre Schutzwirkung. Der arkane Schimmerstaube darf nicht verwehren und ist getrennt in seiner Fiole aufzubewahren. Dies ist nur eine von vielen Ratschlägen zur Aufbewahrung des Gegenstandes. Es scheint aus zwei Komponenten zu bestehen. Einem Gewand und einem alchemistischen Staub. Solch kompliziertes Rezept und noch immer ist ersichtlich, dass mindestens ein weiterer Teil fehlt. Also ja. Das ist eine kleine Nebenquest. Das ist das zweite Rezeptteil. In der bosporanischen Ruine ist mir ein rätselhafter Fetzen eines Schriftstücks in die Finger gekommen. Es könnte ein magisches Rezept sein, aber sicher kann ich mir erst sein, wenn ich die restlichen Fetzen gefunden und zusammengesetzt habe. Insgesamt könnte es 5 Fragmente sein, die bestimmt sämtlich zwischen den Trümmern dieser Ruine verborgen liegen.